In den Regen. La la la. Nee, das sind Enten. Ach so, der ist auch. Ey, keine Ahnung, was das war. Ich freue mich ja schon, wenn der Himmel ein bisschen heller ist. So, was ist das hier? Also ich denke mal schon, das war bestimmt mal ein geplanter Brückenkopf hier, oder? Und dann, ach nee, ach nö, doch nicht. Ach so, ich filme ja immer noch. Guck mal, hier vorne ist auch was drin. Ja. Oh. So Leute, ich hätte gerne noch ein bisschen gefilmt, aber hier Gieselbert meint nein. Ja, liegt da einfach so da. Man könnte meinen, man ist auf der Havel. Schön. Bäh. Hä? Einmal Akzent wieder. Mach die Kamera aus! Du mir nicht im Gesicht filmen. So, wir sind jetzt in Rinteln angekommen. Professor Thilo Balzer hat wieder den Plan. Und ist voll in Action. Und gleich wieder ein Bier in der Hand. Da seht ihr das mal, nicht Lars. Mann, Mann, Mann. Lebt so, kannst nicht machen. Lars nerven seine Schenkelstützen. So ist okay, am meisten paddelt er so. Echt? Zeit. Ich bin immer dran. Prio nennt es Weiterentwicklung. Ja, okay, so. Ja. Ich sag mal lieber nicht, wie lange er hier schon bastelt. Lars is not amused about Prion. Ja, also da gibt es bestimmt bessere Lösungen, weiß ich nicht. Naja, die bei mir drin sind. Stufenlos verstellbar. Und sehr bequem. Naja, ich sehe ihn schon morgen oder nächste Woche sein neues Boot verkaufen und sich ein gebrauchtes zu holen vom Prion. Ich berichte dann. Eine Weile, ja. Ich habe jetzt erst das Video hier angemacht. Er kriegt jetzt nicht in der Reihe, die scheiß Flasche aufzumachen. Heute ist der 3.7. Tag 6. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. 7 Uhr morgens. Suppenküche. Heute wollen wir bis Minden.
paddeln. Tag 6. Wir fahren jetzt von Rinteln los. Müsste 9.45 Uhr sein, da Thilo wieder nicht aus dem Pott gekommen ist. Da kommt die Grete. Ja. Heute endlich schönes Wetter. Trotzdem war alles nass. Weil ganze Nacht Nebel. Direkt ist das Schwimmbad. Ja. Wir waren im Kanu-Club, hier nebenan, gleich Schwimmbad. War sehr schön. Japanisch essen gewesen. Lecker Japaner. War top, ja. Lecker Japaner, super, super. So, und jetzt 39 Kilometer. Ab geht's. Die Strandbar in Rinteln. Direkt an der Brücke. Echt schön gemacht. Heute passt ja auch das Wetter. Ja, wir waren leider nicht da. Wir haben ganz oldschool Bierbüchsen geleert. Schick. Ganz schöne Verwirbelung hier. Also schwimmen will man ja nicht. Dafür habt ihr auch Schwimmwesten denn. Ja, guten Tag. Schönen Schatten. Die hellen sind im Schatten, der dunkle ist in der Sonne. Shabby, Shabby Martha. Wir paddeln jetzt schon 30 Kilometer bei starkem Gegenwind und 2 Meter Wellen. Hä? Ja, ist eben ein Seekajak. Das ist ein Unterseekajak. Ja, Thilo kann nicht mehr. Er ist am Ende seiner Kräfte. So sieht es doch überall aus hier. Lass einfach ihren Müll liegen, hier wird alle drin geschmissen. Ist alles scheißegal. Noch nie so einen dreckigen Fluss gesehen. Krass. So, Thilo entfernt den ganzen Müll. Ja, ja. Alles Wichser hier. So. Echt krass hier an der Weser. Hier ist noch ein, auch ein Grillrost ist auch noch da. Ein Grillrost. Ja, spitze. Geil hier. Endlich Ruhe. So schön kann es sein. Ohne Motorboot Vollpfosten. Und er ist immer noch da. Aber beinahe nicht. Die hat mich fast übergenietet, ihren scheiß Wasserski da. Wir sind gerade an Vössen vorbei. Und da ist so eine Wasserski-Strecke. Kilometer 185 bis 188. Also das war der pure Stress, da lang zu fahren. Da knallen die lang mit ihren Wasserskibooten, nehmen keine Rücksicht auf keine Ruderboote, auf keine anderen Boote. Die knallen da lang. Also einmal musste er ganz knapp vor mir rüberziehen. Ich habe schon gedacht, ich habe gleich den Typ mit seinen Schienen auf dem Boot. Und ja, wer nicht mit Wellen umgehen kann, der kann da ganz schnell mal kentern.